Hey Leute, zum Special der aktuellen Eventwoche gibt es endlich nach 100.000 Jahren mal wieder ein neues Video von mir. Ja, ich war in letzter Zeit ziemlich inaktiv bei YouTube, aber ich bin halt auch nicht der Typ, der jetzt auf Teufel komm raus immer irgendwelchen Content liefert, obwohl er halt gerade nichts hat, was jetzt einen wirklichen Mehrwert für euch bietet. Gibt ja viele, die möglichst alle 2 Tage irgendwas hochladen, scheiß drauf, auf die inhaltliche Qualität. Und da halt für mich in GTA Online in letzter Zeit auch nicht so wirklich neue Sachen oder interessante Sachen passiert sind, die jetzt interessant für ein Video gewesen wären, habe ich eben auch seit einigen Monaten tatsächlich nichts hochgelassen. Nichts hochgelassen, ja. Ich habe vielleicht einen fahren lassen, aber das war's auch. Nein, ich habe seit einigen Monaten jetzt nichts hochgeladen, aus den besagten Gründen einfach bis heute, weil jetzt gibt es natürlich wieder etwas Interessantes in GTA Online, was ich persönlich sehr interessant finde, weil ich habe halt auch schon wirklich sehr vieles euch gezeigt mit meinen Playlists. Ja, da bin ich, denke ich mal, recht umfangreich gewesen, was den Casino Heist betrifft, was den Cayo Perico Heist betrifft, also Dinge, die euch quasi ein absolut geniales Finanzleben in GTA Online ermöglichen. Aktuell jetzt der Cayo Perico heißt als beste Einnahmequelle, bin ich wirklich sehr ins Detail gegangen, was die einzelnen Vorbereitungen betrifft, was den Heist an sich betrifft, in meiner Playlist How to Play the Cayo Perico Heist. Mensch, was habe ich heute für Versprecher? Ja, ich denke mal, diese Playlist, die gibt euch, wie gesagt, ein ziemlich gutes Finanzleben in GTA Online, ohne dass ihr euch irgendwelche Shortcuts kaufen müsst und trotzdem richtige Rich Kids in GTA Online werden könnt. Und das ist sogar ziemlich einfach und solo. Für den, der die Playlist noch nicht gesehen hat, verlinke ich die hier oben auch nochmal in dem Video jetzt. Heute geht es um den Doomsday Heist. Ein sehr interessanter Heist, wie ich finde. Der ist schon etwas älter als in GTA Online, gibt es schon etwas länger. Und der Doomsday Heist beinhaltet tatsächlich in meinen Augen die absolut mit Abstand schwerste Mission im ganzen Spiel. Es ist also wirklich etwas für, ja, eher Fortgeschrittene, würde ich sagen. Der Payout ist unter normalen Umständen auch ziemlich lächerlich für das, was man da leisten muss. Also man ist da wirklich richtig lange dran. Es sind richtig schwere Missionen und man kommt dann am Ende normalerweise einen ziemlichen Scheißdreck raus, was das Geld betrifft. Also es geht eher um den Spaß an der Freude bei diesen Missionen, weil sie bocken wirklich, also sie sind sehr umfangreich, sehr vielseitig und wenn man die alle geschafft hat, dann kann man sich auf jeden Fall auch definitiv was drauf einbilden, weil es halt wie gesagt sehr schwer ist und durchaus Skill benötigt wird dafür. Ja, ich meine, für den Casino heißt oder auch für den Cayo Perico heißt, da wird auch ein gewisser Skill benötigt, aber es ist eine andere Form von Skill. Das muss man sich einmal aneignen und danach ist es richtig, richtig easy, wenn man dann den Weg verfolgt, den man einmal gelernt hat. Denn dann kann man sowohl den Casino Heist als auch den Cayo Perico Heist sneaky und unentdeckt und stealth erledigen. Und das geht im Doomsday Heist eben nicht. Also da muss man auf jeden Fall wirklich auch mit Köpfchen arbeiten. Auch wenn es nur, man könnte sagen, stupide Ballerei ist, aber es ist eben nicht. Dadurch, dass die Gegner eben wirklich sehr, sehr stark sind, muss man sich da durchaus auch sehr gut organisieren können in diesem Doomsday. Heißt, auch wenn man nicht darauf achten muss, nicht entdeckt zu werden, weil man wird auf jeden Fall entdeckt. Ja, und warum ist der Doomsday Heist ausgerechnet diese Woche so interessant? Weil es gibt ordentliche Boni auf den Heist. Und es gibt ein Outfit, beziehungsweise zwei Outfits. Oder nicht Outfits, sondern es gibt einen Hoodie und eine Jacke. Und die gibt es nur, also die Jacke gibt es, wenn ihr den Akt 2 des Doomsday Heists abschließt, also das Finale. Egal ob als Host oder als Crewmitglied, das ist egal, ihr müsst ihn nicht selber vorbereiten. Wichtig ist, ihr schließt ihn einmal ab, egal ob als Host oder als Crewmitglied. Und den Hoodie, den gibt es, wenn man einmal das Akt 3 Finale abschließt. Auch da ist es egal, ob man das als Crewmitglied oder als Host abschließt. Und das Akt 3 Finale des Doomsday Heist ist, wie gesagt, in meinen Augen die schwerste Mission im ganzen Spiel, in ganz GTA Online. Und das ist eben auch genau die Mission, die jetzt hier im Video läuft. Ich bin nämlich hier mit ein paar Randoms tatsächlich in diesen
Doomsday heißt Akt 3 Finale gejoint und habe mit diesen Randoms zusammen das Ding hier gerockt. Was auch nicht unbedingt so wahrscheinlich ist, dass man das mit Randoms schafft. Ne? Also im optimalsten Fall seid ihr 4 Leute, die sich kennen, die über Headset miteinander sprechen, dann ist es auf jeden Fall am einfachsten. Mit Randoms ist es eher unwahrscheinlich, dass man das schafft. Und bei Randoms sollte man auch aufs Level gucken. Also sag ich mal, wenn da einer reinjoint, der jetzt mit Level 60, mit Level 80, ja, ich würde sogar fast sagen, Level 100 ist noch zu gering. Man kann das nicht immer alles verallgemeinern. Es gibt mit Sicherheit auch Level 100er, die deutlich mehr Verstand in diesem Spiel haben als Level 500er. Das gibt es durchaus. Aber in der Regel ist es wirklich so, dass der heißt, beziehungsweise das Akt 3 Finale zum Scheitern verurteilt ist, wenn man mit Randoms das Ganze spielt, die unter Level 100 sind. Selbst Level 100 ist noch ein bisschen gering, meiner Erfahrung nach. Also ich habe diesen Heist auch oft mit Randoms verkackt. Und nach meiner Erfahrung nach sind Randoms in der Regel so im Schnitt ab Level 200. Die haben schon ein Verständnis für diesen Heist und gehen da ein bisschen mit Köpfchen ran und ballern da nicht einfach rum, rushen vor und sterben dann als erstes. Und das dann auch beim fünften Versuch, weil sie es nach dem fünften Versuch immer noch nicht kapiert haben, dass sie da nicht einfach durchlaufen können und alles niedermachen können, weil die Gegner einfach viel zu stark dafür sind, wenn man da nicht mit Köpfchen arbeitet. An der Stelle vielleicht auch mal als Info, wie kann man den Heist überhaupt spielen? Also es gibt 2 Möglichkeiten, entweder man spielt den Heist als Host oder man spielt den Heist, wenn man dazu eingeladen wird. Als Host benötigt man eine Basis dafür. In der Basis kann man dann den Doomsday Heist starten. Man beginnt mit Akt 1. Man kann die Vorbereitungsmission, die an dem Planungsbildschirm dann auf der linken Seite erscheinen, die kann man solo spielen, alle komplett alleine in einer Open Lobby. Die Vorbereitungsmissionen, die auf der rechten Seite stehen, dazu benötigt man mindestens 2 Spieler und die sind auch teilweise relativ tricky. Also auch da ist unter Umständen empfehlenswert, dass mit 3 oder 4 Spielern zu spielen und auf jeden Fall auch erst ab Level 100. Also wenn dann random reinjoint. Ich weiß, ich bin eigentlich immer wirklich ein Freund davon, im Low-Leveln zu helfen. Also auch gerne mal einen Level 20er mitzunehmen. Aber bei diesen Missionen macht es einfach keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Man braucht für diese Mission ein gewisses Spielverständnis in GTA Online, eine gewisse Erfahrung. Man kann gerne mal einen Random, der Level 20 oder 50 oder 60 ist, mal in einem Casino heißt oder Cayo Perico heißt, mitnehmen, solange er natürlich auch zuhört und wenn er dann mal einen Fehler macht, ihn dann nicht direkt beim nächsten Mal nochmal den Fehler macht. Das ist ja auch immer das Problem, die Leute wollen teilweise nicht zuhören, aber es gibt eben auch viele Low-Level, die schauen sich gerne an, was der andere macht und laufen dann auch hinterher, gucken sich das an und sind dann auch glücklich, dass sie da ein bisschen Geld verdienen konnten in so einem Heist. Aber im Doomsday Heist ist es meiner Meinung nach die falsche Adresse, da braucht man wirklich erfahrene Spieler. Und zwar nicht nur im Finale, sondern auch in der ein oder anderen Vorbereitungsmission. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, man fängt dann also mit Akt 1 an, wenn man als Host den Heist spielt, macht die Vorbereitungsmission und dann das Finale. Im Anschluss macht man dann Akt 2, das sind dann wieder Vorbereitungsmissionen, wieder am Planungsbildschirm auf der linken Seite. Die Vorbereitungsmissionen kann man solo machen, auf der rechten Seite braucht man mindestens 2 Spieler. Dann kann man das Bogdan-Problem, das ist der Akt 2 Finale, dann abschließen, was nebenbei bemerkt die einfachste Mission in den Doomsday Heist Missionen tatsächlich ist, das Akt 2 Finale. Und dann fängt man mit Akt 3 an und dann ist das gleiche Spiel wieder. Es gibt wieder Vorbereitungsmissionen auf der linken Seite, die sind wieder solo möglich. Man kann die auch mit mehreren Spielern machen, dann geht es schneller. Aber theoretisch geht das auch solo, die sind noch recht einfach. Und auf der rechten Seite sind dann eben wieder die Vorbereitungsmissionen, für die man mindestens 2 Spieler braucht. Und danach kann man dann das Akt 3 Finale, das Weltuntergangsszenario, spielen. Und das ist genau das, was jetzt hier gerade in dem Video läuft. Und das ist dann die letzte Mission und auch die schwerste Mission im ganzen Spiel, wohlgemerkt. Und genau aus diesem Grund, weil es eben die schwerste Mission im ganzen Spiel ist, wird auch, denke ich mal, der Hoodie, den man da bekommt, ziemlich rar sein. Also den wird bestimmt nicht jeder haben, die wenigsten GTA-Spieler werden den haben. Das heißt, wenn ihr den gemeistert habt, dann habt ihr auch ein gewisses Statussymbol mit diesem Hoodie und könnt zeigen, jo, ich habe das Akt 3 Finale geschafft. Und jetzt habe ich euch ja gerade erklärt, was ihr alles tun müsst, um als Host das Ganze zu starten. Das heißt, erst eine Basis kaufen, dann Akt 1 vorbereiten und spielen, Akt 2 vorbereiten und spielen, Akt 3 vorbereiten und spielen. Das ist also ein sehr langer Weg, um als Host dahin zu kommen. Ihr habt auch die Möglichkeit, einfach als
selber als Random quasi einem anderen zu joinen, so wie ich das hier jetzt eben auch gemacht habe. Und zwar öffnet ihr dadurch einfach dazu einfach das Handy in GTA Online, einmal Handy öffnen und dann einmal nach links gehen in das Menü Schneller Job. Im Menü Schneller Job klickt ihr dann auf Raubüberfälle oder Raubüberfall, irgendwie so steht das da, und dann auf Weltuntergangsraubüberfall. So, und dann joint ihr einer zufälligen Mission von einem Host, die mit dem Doomsday Heist in Verbindung steht. Das heißt, das kann aber irgendeine Mission sein. Das heißt, es könnte theoretisch eine Vorbereitungsmission sein von Akt 1, 2 oder 3. Es könnte aber auch das Finale von Akt 1, 2 oder 3 sein. Wenn ihr natürlich nett seid, helft ihr natürlich auch einem Host jetzt bei seinen Vorbereitungsmissionen. Aber wenn ihr natürlich jetzt schnell den Hoodie haben wollt oder schnell eben die Jacke oder was auch immer, dann geht ihr einfach schnell wieder raus, wenn es eine andere Mission ist und nicht die ist, die ihr wolltet. Und am besten macht ihr das ziemlich schnell, weil es gibt nichts Nervigeres als irgendwelche Randoms, die nach Start der Mission dann noch die Mission verlassen. Das kotzt mich jedes Mal so an. Also es ist überhaupt kein Problem, wenn jemand reinkommt in den Einladungsbildschirm und danach direkt wieder rausjoint, dann ist es okay, weil man kann ziemlich schnell wieder neu starten. Aber wenn die Mission einmal begonnen hat und dann geht einer raus, dann ist das wieder so ein Akt. Das ist eine nervige, unnötige Zeit, die dann dadurch vergeht. Meistens wird nämlich auch schon unten rechts im Bildschirm angezeigt, um welche Mission es sich handelt. Also nachdem ihr das Handy geöffnet habt, auf Schneller Job gegangen seid, dann Raubüberfälle, Weltuntergangsraubüberfall, dann erscheint unten rechts im Bildschirm eine Anzeige, entweder auf Jobsuche, so, und irgendwann steht dann da zum Beispiel Toter Kurier oder das Bogdan-Problem. Das heißt, ihr seht also jetzt schon, während ihr noch auf Abruf seid, seht ihr schon, welcher Mission ihr joinen werdet. Und wenn das nicht die Mission ist, die ihr haben wollt, also wenn ihr jetzt zum Beispiel das Weltuntergangsszenario wollt, weil ihr den Hoodie haben wollt, und da steht jetzt zum Beispiel Toter Kurier als Vorbereitungsmission, dann einfach schnell das Handy wieder öffnen und wieder auf Schneller Job gehen, dann ist das weg. Dann seid ihr aus diesem auf Abruf-Modus, seid ihr dann raus. Das ist also die Möglichkeit, wenn ihr diese Mission nicht spielen wollt. Dann macht ihr das Ganze von vorne, geht wieder auf Schneller Job und so weiter, Weltuntergangsraubüberfall, und könnt das so lange machen, bis ihr dieser Mission joint, der ihr joinen wollt. Also zum Beispiel das Bogdan-Problem oder eben das Weltuntergangsszenario, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und dann würde ich auch schauen, wer noch so beijoint. Also wenn da schon dann zum Beispiel der Host, wenn der schon Level 60 ist und dann auch noch andere Leute reinkommen unter Level 100, dann ist es in der Regel verschwendete Zeit. Also man braucht schon mindestens, würde ich sagen, in diesem heißt 3 Spieler, die Ahnung haben. Das kann man natürlich auch am Level nicht hundertprozentig wissen, aber es gibt schon mal eine Richtung an. Also wenn mindestens 3 Spieler ab Level 200 mit joinen, hat man auf jeden Fall schon durchaus eine Chance, eine relativ realistische Chance, den Heist auch zu schaffen. Besonders beim Doomsday-Heist-Finale, also beim Weltuntergangsszenario, also Akt 3-Finale, besonders da würde ich jetzt auf das Level vom Host nicht unbedingt so sehr achten. Weil wenn man als Host schon bis dahin gekommen ist, also sprich Akt 1 komplett, Akt 2 komplett, die Vorbereitung für Akt 3 und wirklich am Weltuntergangsszenario schon angekommen ist als Host, dann hat man auch Peilung von dem Spiel, egal welches Level man hat. Also da kann man sich schon mal drauf verlassen, weil jemand, der keine Ahnung von diesem Spiel hat, wird es niemals schaffen, als Host bis zum Weltuntergangsszenario zu kommen. Ja, das kann man also im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt als über Schneller Job den Weltuntergangsszenario joint und der Host hat Level 60, einfach abwarten, muss man nicht direkt rausgehen, weil der hat definitiv Ahnung, sonst wäre er nicht bis dahin gekommen. Wir spielen jetzt hier also das Akt 3-Finale. Und hier gibt es im Prinzip nur eine Regel, also nur eine Sache, auf die man achten muss, die aber schwer umzusetzen ist. Wer meine Heist-Guides kennt vom Casino Heist und Cayo Perico Heist, der weiß, es ist alles ziemlich umfangreich. Man muss alles exakt so und so und so und so und so spielen, wie ich das im Video gezeigt habe, um zum Erfolg zu kommen. Klar, es gibt auch andere Methoden, es gibt mit Sicherheit auch andere Spieler, die auch ähnlich gute oder sogar bessere Laufwege auch haben. Ich will mich da jetzt gar nicht irgendwie ganz an die Spitze drängen. Aber worauf ich eben hinaus will, ist, dass beim Cayo Perico Heist oder Casino Heist, da gibt es eben an jeder Ecke lauert wieder eine neue Situation, wo man eben auf gewisse Dinge achten muss. Es gibt also ganz viele Dinge, auf die man achten muss beim Cayo Perico Heist und Casino Heist. Und das ist im Doomsday Heist anders. Da gibt es eben, also hier im Doomsday Heist Finale, Akt 3 jetzt speziell, da gibt es eben nur eine Sache, auf die man achten muss, die aber schwer umzusetzen ist. Und das ist, zu jeder Zeit zusammen zu bleiben.
das klingt jetzt so banal, das ist aber wahnsinnig wichtig. Und weil dieser Heist oder dieses Akt 3-Finale auch besonders lang dauert, also es kann durchaus mal eine Stunde dauern, es kann auch länger dauern, weil man auch zwischendurch mal wieder verkackt und dann meint man irgendwie, ja, man kennt sich aus, man ist ja jetzt schon bis hierhin gekommen, jetzt hat man einmal verkackt, jetzt scheitert man aber schon viel früher auf einmal, weil man dann einfach sich viel zu sicher ist. Das ist also mehr ein mentales Problem. Also es ist nur eine Regel, auf die man achten muss, die ist aber schwer umzusetzen von der Mentalität her. Es ist eben nur diese eine Sache, oder streng genommen kann man sagen, es sind zwei Regeln. Das eine ist nämlich, dass immer alle vier Spieler an einem Punkt zusammenbleiben, und das zweite ist, dass man sich ganz, ganz viel Zeit lässt. In jeder Situation, dass man nicht denkt, oh, ich will die Mission jetzt schnell abschließen. Wer diese Einstellung hat, der hat schon verkackt. Man sollte auch definitiv nicht das Ego raushängen lassen und direkt vorrennen und sagen, ja, ich mache jetzt hier die meisten Kills, weil das sind genau die Spieler, die dann meistens immer als erstes draufgehen. Man muss sich also Zeit vornehmen für diesen Heist. Man sollte sich, bevor man diese Mission startet, auf jeden Fall sicher sein, dass man mindestens 2 Stunden Zeit hat. Man braucht in der Regel nicht so lang. Man braucht vielleicht 1 Stunde für das komplette, für die ganze Mission, auch inklusive, dass man mal zwischendurch verkackt. Das kann durchaus vorkommen, dass man auch die Zeit mit einplant, dass man auch schon ziemlich weit gekommen ist und dann trotzdem wieder von vorne starten muss und auch dann immer noch weiter diese Einstellung im Kopf behalten, zusammenzubleiben und sich Zeit zu lassen. Nicht dann einfach wieder denken, ja, jetzt, das habe ich ja schon mal gehabt, ich habe jetzt keinen Bock, ich will jetzt möglichst schnell wieder an den Punkt, wo wir gerade schon waren, und dann verkackt man schon viel früher. Also Regel Nummer 1 zu jeder Zeit. Alle 4 Spieler zusammenbleiben. Man kann den Heist auch zu zweit schaffen. Das ist nur deutlich schwerer. Ich habe es auch schon mal zu zweit geschafft. Und man sieht ja auch hier an der einen oder anderen Stelle, wir sind ja auch nicht immer jetzt zu 100% alle 4 an einem Ort. Es gibt durchaus Situationen, wo sich das verläuft, gerade wenn es ein bisschen auf die Zeit geht und man da überall hacken muss. Aber grundsätzlich, also vom Grundsatz her, sollte man immer gucken, dass man möglichst, wenn es nicht die Situation erfordert, dann sollte man sich auch nicht aufteilen. Und eben immer mit der nötigen Gelassenheit, also mit der nötigen Ruhe an die Situation rangehen und möglichst nicht nach vorne pushen, sondern immer lieber mal 2 Schritte zurückgehen statt 1 Schritt nach vorne. Das ist das Allerwichtigste in diesem Heist-Finale, und wer diese beiden Grundsätze zusammenbleiben und Ruhe bewahren kontinuierlich durchsetzt, der hat auch die besten Voraussetzungen, hier dieses Akt 3-Finale direkt beim ersten Versuch zu schaffen. Und selbst wenn man es nicht beim ersten Versuch schafft, wenn man dann trotzdem weiterhin mit dieser Anstellung da rangeht, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man es beim zweiten Versuch auch direkt dann erledigt. Und es gibt auch immer wieder, es gibt auch in diesem Heist, gibt es einige Spawnpunkte. Das heißt also, wenn man mal irgendwo an einer Stelle, wo man schon ziemlich weit gekommen ist, dann mal verkackt, dann spawnt man nicht wieder gleich ganz am Anfang von der Mission. Also ganz so dramatisch ist es halt nicht, wenn man da mal verkackt. Clifford's online, we're still...
topside. There's a relay to an orbital cannon on the top floor of the base. They can use it to blast those servers. Okay, quick! Get to the satellite gun and blast Clifford back to stupidity! Orbital cannon controls and take out Clifford for good! Things are getting fuzzy. Through the tunnels. It's a single path
people, now when you see the boss, can you let her know that this was all my master plan and I should get a promotion? No, 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 no. We should have let you fry. You let me fry? Oh, shut up! Mr. Crest. Mr. Crest, the government owes you a big apology. Oh, and we're also gonna expunge all those charges on your record. No, not exactly. Clifford? Oh, Clifford. It's gonna be like he never existed. He'll probably be turned into call center software or GPS for skateboards. Thank you, all of you. The world owes you a massive favor. Oh, but we like cash. Understood. Oh, and those were all innocent mistakes, so let's just make sure the record says that. Thank you. There will be no record. 14? Mrs. Rackman? You brought Avon Hertz into the government. And these guys. And these guys. If I can, I will fire you. I'm protected class. Yes. Moronic. Now all of you get out of here. Let's all pretend this never happened. Mr. Crest, we'll send you the money. Thank you. Well, that is just about enough apocalypse excitement for me. And here I was, thinking I could indulge in a little light larceny, you know? I gotta go lie down someplace quiet and think about happy thoughts and simpler times. You know, back when I only had to worry about feeling lonely because girls didn't like me, you know, like, even though I hated it at the time, I actually really miss high school. I can't believe I'm saying that, but I do. Well, this has been horrifying. Ja, das war die schwerste Mission im ganzen Spiel. Zusammenfassend noch einmal, wie gesagt, zwei wichtige Regeln bei diesem Akt 3 heißt Finale. Regel Nummer 1, nach Möglichkeit grundsätzlich immer alle zusammenbleiben, nicht aufteilen. Und Regel Nummer 2, ganz in Ruhe den Heiß spielen mit der nötigen Gelassenheit. Etwas zurückhaltend, lieber mal zwei Schritte zurück, anstatt einen Schritt nach vorne in diesem Heist, weil sonst ist man ganz schnell draufgegangen. Abschließend in diesem Video zeige ich dir jetzt noch einmal, wo man dann die Outfits findet. Also sprich, einmal hier beim Akt 3 Finale, wenn man das gespielt hat in dieser aktuellen Eventwoche. Dann in Kleiderschrank, also in irgendeinem Kleiderschrank bei euch, geht man dann auf Oberteile. Und dann runter auf Spezialtops und dann bei Freigeschaltenes. Da findet man dann hier unten den Doomsday heißt Clifford Kapuzenpulli. Das ist hier der Hoodie also vom Akt 3. Und wenn man das Akt 2 Finale, also sprich das Bogdan-Problem absolviert hat, dann bekommt man die Bomberjacke. Die findet man unter Oberteile. Und dann bei Bomberjacken, Clifford Bomberjacke. Da findet man diese Jacke, kann man natürlich dann auch in einem entsprechenden Outfit kombinieren, wie es euch am besten gefällt. In dem Sinne verabschiede ich mich dann aus diesem Video. Ich hoffe, ihr fandet es unterhaltsam. Und wenn mal wieder was Interessantes kommt, dann hört ihr wieder von mir. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.